Hallo und willkommen zurück zu Schatz, beruhig dich. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich habe nicht schon wieder komische Sachen gedruckt. Unser heutiger ist dieser hier. Das hier ist natürlich kein... Also, so komisch das jetzt auch noch aussieht, ich habe versucht, diesen Scherzartikel nachzubauen, bei dem euch eine Schlange oder ein kleines Monster aus so einer Chips-Verpackung quasi entgegenspringt. Und wie man das zusammenbaut, zeige ich euch jetzt. Die STL-Datei dafür gibt es in der Videobeschreibung. Und ich zeige euch auch in einem anderen Video, wie man diese Form in Fusion 360 zusammenbaut. Ich ziehe mir einmal meine Schürze an und dann zeige ich euch, was ihr alles dafür braucht. Was ihr braucht, ist eine Chipsdose, so eine kleine hier. Und dann benötigt ihr noch ein paar alte Socken, also eine alte Socke. Und ein paar Wackelaugen. Diese Datei hier hat ungefähr 4 Stunden Druckzeit benötigt. Sieht jetzt so ein bisschen aus wie ein Leuchtturm. Aber eigentlich soll es eine Feder sein. Diese Linien dazwischen ist die Supportstruktur, die ich drucken musste, damit die Feder, da sie irgendwann tatsächlich als Feder wirkt, im Drucker ordentlich gedruckt werden kann. Die Idee ist, hier rein die Feder quasi zu spannen. Und wenn jemand diese Chipsdose aufmacht, bupp, springt ein die Feder mit der Socke, die darüber gestülpt ist, entgegen. Als erstes müsst ihr jetzt hier den Support entfernen und das macht ihr am besten mit einer Schere oder einer Zange und einem scharfen Messer. Ich habe hier mal etwas vorbereitet. Ich habe hier schon eine Stelle, wenn ihr das seht, die schon so ein bisschen offen ist. Da wurde nicht ganz so ordentlich gedruckt. Da gehe ich jetzt einfach mal rein und schneide das hier so ein bisschen auf. Es ist nur eine Schicht, die hier quasi als Support gilt. Ich kann das teilweise auch schon so ein bisschen hier abziehen. Aber seid da ein bisschen vorsichtig, nicht, dass ihr euch an den Teilen verletzt. Und genau, am besten geht ihr hier so ein bisschen entlang. Die STL-Datei, die ich euch bereitstelle, ist vor allen Dingen für den Anycubic Cobra. Falls ihr jetzt einen Drucker mit einer kleineren Druckgröße habt, denn der geht doch schon relativ hoch mit 250 mm oder 252 mm ist es tatsächlich, dann könnt ihr folgende Sachen machen. Entweder ihr verkleinert das Modell einfach ein bisschen. Das sollte auch funktionieren. Dann springt das Ganze allerdings nicht mehr so weit heraus. Aber ihr könnt das Ganze etwas heiß werden lassen, zum Beispiel mit einem Föhn oder in warmes Wasser legen und das dann verformen und die Feder dann damit quasi etwas aufziehen, sodass sie dann doch wieder so lang wird wie die hier, die ich angelegt habe. Allerdings habe ich dabei etwas Angst, dass das Plastik dann zu weich wird, als dass es dann noch ordentlich herausspringt und eher bricht, wenn man sie zusammendrückt. So, ich bin jetzt gleich fertig hier mit der groben Arbeit. Sobald das durch ist, werde ich zum Messer greifen.
Ihr solltet nun so eine Feder hier in den Händen halten. Der obere Teil ist für die Socke tatsächlich, damit die einigermaßen aufliegt. Das Ganze wird, wie gesagt, so hier zusammengedrückt. Und ich hatte erst eine Version gehabt, in der die Verjüngung noch deutlich stärker ist. Aber dadurch, dass sich das Ganze verjüngt, spannt die Feder hier oben deutlich stärker. Und das Ding ist halt, sobald man das in die Dose hineindrückt und das zu stark wird, drückt sich der Deckel direkt nach oben. Die Unterseite sollte am besten in die Dose hinein geklebt werden. Ich habe das Ganze so angelegt, dass es einigermaßen gut hineinpasst. Man könnte jetzt auch überlegen, ob man das Ganze noch ein bisschen breiter druckt, damit es reingeklemmt werden kann. Ich finde jetzt Kleben aber nicht so schlimm an der Stelle. Den Deckel von dieser Dose, also diese Folie, die da dran ist, habe ich tatsächlich schon an die Dose selber geklebt, damit beim Aufmachen diese Folie direkt mit abgeht. Und ja, jetzt mache ich das Werkstück einfach noch weiter sauber. Dafür benutze ich ein Messer. Und es muss nicht hundertprozentig sauber sein. Ich meine, die ganze Sache wird später von einer Socke verdeckt. Aber damit sich die Feder gut einspannt, und dafür ist die Verjüngung da, damit sie nicht ganz genau aufeinander liegt, aber damit sie sich gut einspannt, wäre es schön, wenn hier nach Möglichkeit die Reste des Plastiks einigermaßen weg sind. Die Idee zu dem Projekt habe ich bekommen, da ich quasi genau diesen Mechanismus für eine Aktion von Sebastian Fitzek vorbereitet hatte. Die wurde allerdings nicht benutzt, da diese Mechanik im ersten Versuch tatsächlich nicht funktioniert hatte und die Zeit dann doch etwas gedrängt hatte. Aber mich hat die ganze Thematik nicht losgelassen. Und ich dachte, Halloween ist ein ganz netter Anlass, um das Ganze noch ein bisschen weiter auszuarbeiten. Denn wo nicht, wenn auf einer Halloween-Party bietet man Leuten Chips an. Und wo nicht, wenn auf einer Halloween-Party ist es denn lustig, dass da eine kleine Schlange herausspringt. Kann diese Schlange, ich mache das jetzt etwas rudimentär, also diese Sockenpuppe natürlich noch stärker verzieren, als ich das jetzt gleich mache. Nachdem ihr die Feder jetzt sauber gemacht habt, könnt ihr als nächstes die Socke drüber stülpen. Achtet da bitte bei drauf, dass es nicht eine allzu dicke Socke ist, sonst passt das Ganze nachher nicht mehr in die Form hinein. Und sobald ihr das übergestülpt habt, ja, so sieht es einigermaßen gut aus. Am Ende kann es ruhig ein bisschen dicker sein. Hauptsache hier oben. Es ist einigermaßen flach, weil das ist ja der Teil, der den Leuten am Ende entgegenkommt. Könnt ihr das Ganze mit Klebstoff, ich benutze hier einen Alleskleber. Vermutlich könnt ihr das auch mit einer Heißklebepistole reinkleben, aber dazu habe ich jetzt absolut keine Lust. Könnt ihr das hier reinkleben, gut festdrücken. Am besten auch schon mal gucken, dass man das hier zukriegt. Kleiner Tipp, wenn ihr jetzt merkt, dass das irgendwie zu fest ist und nicht ordentlich zugeht, nehmt euch ein bisschen Klebeband, durchsichtiges, und verstärkt die Außenseite der Dose. Damit hält es dann besser. Denn am Ende... Oh. Und wenn ihr jetzt soweit seid, dann kommt als nächstes das Glas mit den Augen. Und als nächstes könnt ihr die hier aufkleben. Ihr seid natürlich da nicht beschränkt auf nur Augen, sondern ihr könnt alles Mögliche draus machen. Und ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn ich eure Kreation in den Kommentaren sehen würde. Also schickt mir, was ihr draus gemacht habt.
Und so sieht unser kleiner Freund jetzt aus. Wie gesagt, eine ziemlich schnelle, ziemlich einfache Sache, die ihr zu Halloween als kleinen Streich spielen könnt. Ja, und folgendermaßen funktioniert das jetzt. Ihr geht zu jemandem hin und sagt, hey, magst du ein paar Chips? Und er nimmt die Dose mit Chips gerne in die Hand. Und dann macht er sie auf und boah! Plötzlich guckt ihn unser kleiner Freund hier an. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wie gesagt, ich zeige euch auch, wie man in Fusion 360 diese kleine Sache hier konstruiert. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren zeigt, wie euer kleiner Springteufel so aussieht. Bis zum nächsten Mal, euer Direktor.